Hallo liebe Leute, ich begrüße euch Gustavo Moreno Morales. Sei willkommen zu einem neuen Beitrag von Göttingen heute mit Gustavo unterwegs. Ich bin mal wieder hier in Göttingen, im Zentrum von Göttingen. Ich werde eine Frage Passanten stellen. Ja, was ist besser nach der Krise? Okay, viel Spaß. Fangen wir, du möchtest. Was ich besser finde nach der Krise ist, dass wir uns freier bewegen können. Aber ich hoffe auch, dass durch diese Einschränkungen, die wir jetzt so auf uns genommen haben, wir auch später bescheidener bleiben in unseren Aktivitäten und Genüssen. Ja, also besser finde ich, dass man irgendwie Umarmung mehr schätzt als davor, aber ja, keine Ahnung. Und irgendwie mehr mit Leuten zu sein ist irgendwie schöner oder man schätzt das mehr wert. Okay, I'm good. To me, after the Corona crisis, what is better is the restaurants will be open and people will be so happy because now you see gloomy faces, people are angry because they can't come together, they can't have fun because of the fear of the virus. But I believe that after the Corona crisis, everything will be in order. That is what will be better for me. Vielleicht ist nach der Krise besser, dass wir ein bisschen dankbarer dafür sind, was wir sonst haben. Das war ja immer so selbstverständlich. In die Stadt gehen, schön bummeln, Kaffee trinken, Freunde besuchen, Sport machen. Und plötzlich ging das gar nicht. Und anfangs haben wir alle gedacht, es wird viel schlimmer. Es ist nicht ganz so schlimm geworden. Dafür ist man vielleicht auch dankbar. Ja. What's better for me is after the crisis, I hope people still keep this in mind and will spend time still together, because this crisis was like more for family life. I hope they stay in touch. Besser ist, naja, wir haben bald wieder Sommer. Das wird ziemlich cool. Und ja, Winter ist nicht so geil. Sommer wird besser. Da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Dass man vielleicht den Kontakt zu der Familie noch intensiver hält und mehr schätzt und auch sich mit seinen Freunden mehr trifft und das auch mehr zu schätzen weiß. Ja. I hope that after the crisis is over, everyone will take a little bit more care of themselves and of others, and that we will be able to enjoy situations like I had before many, many times. So take care and take care of others. Dass nicht mehr so viele reisen und dass die Umwelt nicht so verschmutzt wird. So, liebe Freunde, das war eine Straßenbefragung. Vielleicht treffe ich eine von euch irgendwann hier unterwegs und habe vielleicht eine Befragung dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Ciao!